Chacatucul, Techa Chiquín. Huyintan, cantes u pactalil, jajasan, cabez a cada mucto con tía. Bastan, cachcalat bil. Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter sind für uns. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ich bin immer bereit zum Handeln. Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Daniel Kashotik. Jetel Jumpel Chichan Shotobe, Kukaja la Shotik Tulaka Chichu. Upuxita. Basten Hatch Takakuchul. Mekin Kuchu, Ahawilet. Demo Tejik, Inukinte. Ah.
Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Warum warst du mit deinen Freunden an der Grenze zur Wildnis? Willst du plündern, Fremde? Große Krieger sind schon gescheitert. Versteckte Orte hüten Reichtümer. Falls... Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das muss der Nawal sein, die mystische Bestie, die den Menschen am Rand von Paititi auflauert. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hm.
Bleibt in der Stadt. Wer sie verlässt, ist dazu verflucht, ewig durch den Dschungel zu wandern und niemals Frieden zu finden. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dieser Pfeil mit Obsidianspitze wurde zerbrochen. Er ähnelt den Pfeilen, die Urunatus Rebellen verwendeten. Wenn sie Trinity mit diesen primitiven Waffen bekämpft haben, hatten sie nie eine Chance.
Das könnte interessant werden. Ich ging und kam wieder zurück, ohne von Dämonen heimgesucht zu werden. Hatte ich nur Glück oder hat uns der Kult belogen? Was haben sie davon, uns hier einzusperren? Sieht wie Gold aus. Ist was auf der anderen Seite. Möge Ojanta Erde und Metalle der jenseitigen Welt für ihre Kunst finden. Das wird nicht einfach. Noch ein Sprung. Hoffentlich lohnt sich die Mühe.
Die Anklängen sind nie stumpf. Wie die Mondgöttinnen in vielen anderen Kulturen war auch die Maya-Göttin Ixchel eine Muttergottheit, die über Schwangerschaften und Geburten wachte. Zu den Naturphänomenen, die ihr zugeordnet wurden, zählten unter anderem Wasserfälle, Regengüsse und Regenbögen. Sie war außerdem die Göttin jeglicher Handwerkskünste, wie der Wasserfarbenmalerei und der Webkunst, die sie erfand. Sie war allerdings nicht nur fürsorglich. Ihr Haar bestand aus lebenden Schlangen, sie trug einen Rock aus Knochen und hatte ein legendäres Temperament. Das Tor ist offen. Jetzt muss ich darüber kommen. Thank you.
Kukulkan sagt, sie fürchten uns nicht, wenn wir keine fähigen Krieger sind. Und um fähig zu werden, müssen wir die Prüfung bestehen, die ihr Volk erdacht hat. Diese Paitizianer wissen nichts über den Krieg. Ihre Klingen und Speerspitzen sind stumpf geworden. Ich werde ihre Rituale abschließen und ihnen die wahre Macht der Anhänger von Kukulkan zeigen. Kommt all die, die ihr euch für tapfer und mutig haltet. Findet heraus, ob ihr die Prüfungen überleben könnt, die euch erwarten. Gelingt es euch, habt ihr euch den Status als Krieger verdient. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen.
könnte es rausgehen. So komme ich hier raus.
Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Ich muss irgendwie darauf klettern. Oder es absenken. Die Arme müssen irgendwie nach oben. Das hat gar nichts bewirkt. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Blockiert ihn.